Ja, schön, dass ihr schon da seid. Hallöchen auch an dich, Franzi. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und alle Zuschauer. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ja, wir haben jetzt noch keine 8 Uhr. Hallo, Kroelix, ich grüße dich. Hallo, Roman. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben zwar noch keine 20 Uhr. Ich habe übrigens heute gar keine Uhr um. Ich bin heute irgendwie wunschlos glücklich, glaube ich. Ja. Faszinierend. Ja, ihr seht schon zwei Mikrofone wieder. Ne? Hier, da, da. Ich nehme heute wieder live auf, deswegen auch wieder Live-LP steht oben. Das kommt auch auf YouTube. Ich habe ja gesagt, dass ich ein Let's Play davon machen möchte. Und habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, komm, warum nicht? Dann mache ich gleich einen Stream draus und fertig, weil dann könnt ihr zugucken und falls dann irgendwann mal nochmal Lust drauf habt, könnt ihr auf YouTube gucken oder für die Leute, die es vielleicht. Entschuldigung, für die Leute, die es vielleicht verpassen oder so, dann können die das Ganze nochmal auf YouTube dann sich nochmal anschauen. Ja, Dishonored heißt das Ganze und worum es geht. Was wieder gesund? Wer ist wieder gesund? Gesund, gesund, gesund? War jemand krank? Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Bin ich irgendwie wieder nicht im Bilde? Was gewesen ist es? Kennt mich ja. Ach, scheiß mal drauf, meine Uhr brauche ich nicht. Ich kann da auf die Uhr gucken. Ja, so. So, warten wir noch ein paar Minütchen, ne? Ich gesund? Ja, natürlich wieder gesund. Ja, selbstverständlich, aber war ich krank? Spricht sich ja schnell rum. Ja, ich war ein bisschen krank gewesen, stimmt. Ja, stimmt, ein bisschen. Ein wenig Rücken hatte ich gehabt und ein wenig Magen. Aber ist soweit alles wieder in Ordnung? Alles wieder fit? Alles wieder schön? Dürft ihr euch heute auf jeden Fall darauf einstellen, dass es heute wesentlich länger geht wie gestern? Gestern möchte ich mich auch nochmal bei euch entschuldigen. Ich weiß, viele sagen, boah, warum immer nur bis 12 und. Und warum nicht länger? Ihr müsst dabei bedenken, sage ich glaube ich auch schon zum 100. Mal, ihr müsst dabei bedenken, ich mache nicht nur Stream und Let's Play, ich gehe nebenbei noch arbeiten, ja? Und ich war ja gestern noch arbeiten und ich war auch total noch geschlaucht, aber trotzdem war ich für euch da und habe gestreamt. Und gestern kam dann auch, ja, macht doch weiter und so. Wir werden heute versuchen, oder zumindest ich werde es heute versuchen, mit euch zusammen Until Dawn durchzuspielen. Ja, ich denke mal, viele werden jetzt aufschreien, was? Ich habe gar nicht ausgeschlafen. So eine Scheiße. Dann kauft ihr eben schnell an der Tanke ein paar Red Bull und dann geht's los. Also, wie gesagt, ich werde es heute versuchen durchzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Müssen wir mal gucken, wie spät es wird. Ich hoffe, genug Knabberzeug habt ihr euch eingepackt. Ja, Magen hat man gehört. Aha, spricht sich schnell rum, Franzi. Ja, mit Magen, wie gesagt, so ein klein wenig war es gewesen. Aber soweit eigentlich alles wieder tutti, alles wieder schön. So. Ja, 5 Minuten haben wir noch. 5 Minütchen warten wir noch auf die anderen. Ich denke mal, Lexchen wird gleich auch nochmal eintrudeln. Die beiden dann gleich da sind. Die werden ja wahrscheinlich auch kommen heute. Und ansonsten, ich schaue nochmal eben. Ich muss immer wieder sagen, ich finde es immer noch total faszinierend. Wenn ich jetzt so auf den Zuschauer-Counter gucke, es sind schon 10 Zuschauer. Und ich habe noch nicht einmal gespielt, sondern ich bin die ganze Zeit nur am Blummeln, am Quatschen. Ja, mit euch. So. Und wenn ich überlege, so der allererste Stream oder so die ersten Streams, wie ich angefangen hatte und dann gewartet habe, bis es 8 Uhr war, waren höchstens vielleicht 2, 1. Und jetzt sind es 10. Das ist unglaublich. Und vielen lieben Dank an euch. Ohne Scheiß. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. So, ich schaue noch mal eben ganz nett aufs Telefon, aufs Handy. So. Mal eben schnell schauen. Ich glaube, Franzi, ich glaube, ich weiß, woher du es weißt. Ich glaube, der liebe Herr Bananenbrot ist auch so eine kleine Tratschtante. Das Spiel sieht genauso aus wie auf der PlayStation 3. Ja, das stimmt. Bond 007. Da hast du vollkommen recht. Einen wunderschönen guten Abend, Lexchen. Hallöchen, ihr beiden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und hallo, Gaffi. Auch an dich einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Let's Play Live Show.
Ja, trotzdem finde ich um nochmal auf die Frage oder auf das Statement von Bond zurückzukommen, trotzdem finde ich ein geniales Spiel. Ich habe es auf der PlayStation 3 gespielt. Ich wollte es ja auf der PlayStation 4 sowieso nochmal spielen, weil ich ein Let's Play machen wollte. Das machen wir heute ja live, ne? Deswegen auch, wie gesagt, zwei Mikrofone. Und es wird ja auf YouTube hochgeladen. Und es kommt ja einen zweiten Teil, wo ich mich riesig drauf freue, denn ich finde es ein richtig geiles Game. Weil man kann in dem Spiel, was selten der Fall ist, das Spiel durchspielen, ohne jemanden zu töten. Ja, ist auch selten der Fall, dass es beim Spiel so ist, aber hier ist es wirklich möglich. Für möglich, das ja. Yay! Yeah! Yuppie! So. Alter, und jetzt schon 13. Guck mal, und wir haben noch keine 8 Uhr. Das ist Wahnsinn. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe gerade erzählt, so wie die Anfangs-Stream-Zeiten so war, so wie ich 8 Uhr angefangen habe und auch dann eine Viertelstunde vorher. Dann waren höchstens zwei Leute da bis 8 Uhr und dann hat sich das erst so. Ja, aufgestockt und jetzt sind schon mittlerweile 13 und wir haben immer noch ein Startbildschirm. So. Ja. Nightbot ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Let's Play Live Show, lieber Nightbot. Schön, dass du auch da bist. Und der Voicebot ist, glaube ich, auch da. Ja, der ist auch da. Sehr schön. Das funzt doch alles. Ja, was gibt's, wie gesagt, viel zu Dishonored zu sagen? Es ist ein Stealth-Action-Spiel. Kann ich sagen. In so einer Steampunk-Welt. Aber wie gesagt, das werdet ihr alle gleich noch erfahren und worum es auch geht. Ist eine sehr, sehr, sehr nette Story. Wie gesagt, ich finde es ein richtig cooles Game. Ihr könnt ja mal reinschauen, falls ihr es gar nicht kennt. Könnt ihr mitgucken jetzt hier das Live-Let's Play. Und dann werdet ihr ja, wie gesagt, so einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen. Und ich werde sowieso wieder viele Dinge wahrscheinlich übersehen. Da müsst ihr dann wieder aufpassen, so wie gestern auch. Ja, und ich habe gestern den Tipp bekommen bei Until Dawn. Ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Er hatte mir gesagt, ich sollte mich doch ein bisschen mehr umgucken. Das werde ich dann auch machen. Und wir werden, habe ich vorhin schon erwähnt, wir werden schauen, dass wir heute Until Dawn durchspielen. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, ihr habt euch genug Red Bull-Dosen oder sonst irgendwas an Energy-Drinks bereitgestellt. Knapperzeug da und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt bin ich schon 7 Minuten am Quatschen. Das ist unfassbar, weil ich habe ja die Capture-Karte laufen und ich sehe, wie lange die läuft. 7 Minuten. Ja, ich würde sagen. Kurz vor 8, wir starten, ich drücke X. Mache, ihr seht schon im Fortsetzen, ich habe nämlich ein bisschen angespielt, um mal so ein bisschen reinzugucken in das Spiel. Aber eigentlich im Prinzip kenne ich schon. Wir spielen auf Normal, weil ich finde, es ist schon auf Normal sehr fordernd. Ja, muss ich sagen. Es ist auf Normal sehr, sehr fordernd schon. Ich habe keine Tipps gegeben. Nicht, dass es noch heißt, ich spoil. Nein, niemals. Würde ich niemals sagen und niemandem sowas unterstellen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ja, weil Until Dawn spielen wir selber und da wollen wir uns nicht spoilern. Das heißt, wenn Flexi später wieder spielt, werden wir abschalten. Ach so, okay. Ja, nee, gut. Das ist natürlich, da habt ihr recht. Also das ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht verboten. Wie gesagt, es gibt ja auch so viele andere Streams. Ich bin ja jetzt nicht hier einer, der jetzt sagt, boah, ihr müsst jetzt bei mir gucken. Nein, es gibt auch so viele andere Streams oder wie gesagt, spielt selber. Ich bin euch da nicht böse drum, ne? Wir haben das durch, voll genial. Ich bin immer noch schockiert, dass ich mich gestern so entscheiden musste. Hashtag Survival, es geht los. Jawohl, also normal. Helligkeit mache ich ruhig mal. Ich muss mal kurz im Stream gucken, wie sieht es da aus? Machen wir ruhig mal so. Ich drücke X. Jawohl. Und dann geht's auch schon los. Dunwall Tower. Das Blocken beim Schwerkampf schützt dich und kann Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Sehr schöner Tipp. Und es geht auch schon richtig cool los. Ich drücke X und los geht's. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Das werden wir. Auf jeden Fall. Warren Heaven. Ganz ruhig, genau. Aufpassen. Leinen los! Leinen sind los. Haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Genau. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie.
Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Ihre Nachrichten warten, Corvo. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show hier zum Live-LP von Dishonored. Ja, klang so ein bisschen wie die. Sie zur Kaiserin gehen. Ja, jetzt lass mich doch mal. Klang so ein bisschen wirklich wie die Stimme von Angelina Jolie. Und willkommen, Pika Pikachu, zur Let's Play Live Show. So, wir sind Corvo, quasi der Leibwächter der Kaiserin. Und wir sollten ein Heilmittel für die Seuche finden, weil hier ist eine Seuche ausgebrochen. Da ist er. Gute Reise, Sir. Ja, ich hatte eine gute Reise. Hört, hört. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Schön. Haha! So. Tower-Eingang. Los geht's. Hallo, Sir. Dunwall Tower. Du bist zurück. Ja. Oh. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Na gut, legen wir los. Tut mir leid, Emily, aber ich muss mit deiner Mutter sprechen. Nein, wir machen mal, na gut, legen wir los. Wir haben ein bisschen Zeit, wir spielen natürlich mit Emily. Gut, los geht's. Verstecken spielen. Okay. L3 zum Sprinten. Ich bin schneller wie du. Wachoffizier, der guckt irgendwie so voll fies. Ja, Emily, ich komme. Ich komme. Folge mir, Corvo. So. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Mal sehen, ob du das noch kannst. Okay. Ich schließe meine Augen und zähle. Und dann versuche ich, dich zu finden. Okay. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Okay. So, drücke Kreis, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Ich verstecke mich mal hinten hinter der Kabeltrommel. Uah. 1, 2, 3, hallo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. So, Hinterecken hervorschauen. Wenn du Dreieck gedrückt hältst und den linken Stick nach links oder rechts bewegst, kannst du dich zur Seite lehnen, um Hinterecken hervorzuschauen und die Lage zu erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Okay. Hallo. Mal hier nachsehen. Wie sie da hinten guckt. Wow. Gut, dann woanders. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Okay. Da bin ich. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Heute kein Until Dawn? Doch, heute ab 22 Uhr geht's weiter mit Until Dawn und wir werden es versuchen, es durchzuspielen. Ja? Ja, ich komme schon.
Ach, es ist friedlich. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Hallo. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Na, wie nett. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Einen wunderschönen guten Abend. Sieht das wie Campbell aus? Und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Nesta, ich grüße dich auch. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Schön. Hast du die Schleuse angemalt? Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Oberaufseher, wechseln Sie nicht ständig die Pose. Was machen Sie? Ich brauche die Flasche, damit Campbell mich nicht ansieht. Aber ich habe, glaube ich, kann es auch ohne die Flasche versuchen. Auch eben. Wenn er sie immer griffbereit hat. Ich dachte, ich trinke Ihnen einfach mal den Apfelwein weg. So. Sie empfängt sie gleich. Alles klar, dankeschön. Emily! Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Gerne doch. Hallo! Hallo, mein Herr. Oh, mein Herr. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ich bin heute kaiserlicher Schutzherr. Ja, das stimmt. Hallo Kaiserin, ich bringe Nachrichten. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Bitteschön. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Verdammt. Hallo Red Army. Sie werden willkommen. Uns belagern und willkommen abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Willkommen zur Let's Play Live Show. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie. Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher. Kampf. Drücke R2 für einen Angriff mit rechts oder L2 für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe in der Waffe oder Kraft willst. So, halte R1 gedrückt, um einen Schwerthieb zu blockieren oder zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät der Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Emily, komm her! Bam! Vorsicht! Oh, oh. Ich schütze dich. What's going on, man? We play Dishonored. Live Let's Play. Nein! Ich werde dich rächen. Corvo. Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Worum geht's in dem Spiel? Erkläre ich gleich. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ich? Ja, er hat die Kaiserin getötet. Nein, ich war's nicht. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Eigene Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Au! Dishonored. So. Ja, worum geht's? Ihr seht's, wir waren der Leibwächter der Kaiserin
und werden jetzt beschuldigt, die Kaiserin ermordet zu haben und Emily entführt zu haben. Und wir müssen natürlich jetzt alles Mögliche daran tun, unsere Unschuld zu beweisen. Und darum geht es quasi eigentlich auch so generell im Spiel. Quasi so die Intrigen in dem ganzen Reich, ja, zu erfahren. German language sounds bad. My English is not very good, my German is not much better. Welcome to my stream, to the Let's Play Live Show every Friday and Saturday. Die letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Ah! Ihr Schweine. Es reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Komm. Hey, ihr seid Zwillinge. Die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Nein. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und ihr Schweine. Dürfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Ihr Schweine. Leben Sie wohl, Corvo. Ihr Schweine. Bringt ihn zurück in seine Zelle. Niemals. Niemals lassen wir das zu. Niemals. Verdammt, Axt. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Na, it's not hard to learn German. So, da hat ein Freund Essen geschickt. Ich würde sagen, wir machen mal eine klitzekleine Pause für die Leute auf YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also.